ist es halt mal eben so, dann ist auch kein Weltuntergang. Weltuntergang. Ja klar, wir werden den ganzen Rebranding auch erleben. Ja klar. Und zwar in Neustrom ist dann nicht mehr die Mannschaft, sondern wir werden dann umbenannt in der Haufen. Jahrelang war Löw der Garant für den Erfolg. Für die Lacher hat er gesorgt, diverse Idole hat er entsorgt. Sein Assistent ist dafür versorgt, so viele Stars und trotzdem kein Erfolg. Die sind fast so schwach wie das Fußvolk. Was ein Skandal, die gehören an den Fall. Und der Verband steht dazu noch gerade. Was sagen die Experten? Damit muss man aufpassen. In ihren Biergärten. Freunde der Sonne. Die spielen lieber Lotto. Los. Der Fan sagt, was soll das? Nursing in der Disco. Gnabry macht den Kringo. Kuss bestaunt das Fresco. Sülle trinkt die Limo. Jogi lüftet keinen in seinem Bann. Vielleicht ist irgendwann mal ein anderer dran. In der Nations League ist man der Verlierer. Die Mannschaft wird immer mehr zum Pokapierer. Mit Corona gibt's noch eine Chance. Dank den Covid-Jucken gibt's die Renaissance. Dummheit ist wieder okay. Niemand ist schlimmer wie der DB. Früher war's besser, sah wie im Chor. Also Müller rein vor das Tor. Dann lass ich auch vielleicht mit den Siegen. Dann kann's mit dem Titel auch noch fliegen. Mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns. Ich beantworte noch drei Fragen. Kennen Sie eigentlich die Superheroes und wollen Sie die Playlist auch mal anhören? Und Herr Grindel, wo gehen Sie denn jetzt hin? Herr Grindel? Nein.